Thomas Lutze ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren! Ich empfinde es als positiv, dass wir heute einmal relativ unaufgeregt über Grundsätzliches in der Verkehrspolitik reden können. Insofern ist dieser Antrag der SPD-Fraktion auch sehr hilfreich. Er ist auch in vielen Punkten oder in einigen Punkten inhaltlich in Ordnung und führt durchaus in die richtige Richtung. Erlauben Sie mir dennoch, zu zwei, drei Punkten auch sehr kritische Anmerkungen zu machen. Im vorliegenden Antrag wird sehr viel über die Binnenschifffahrt gesprochen, darüber ist viel zu lesen. Und ohne Zweifel gehört der Güterverkehr auf Flüssen und Kanälen zu den umweltfreundlicheren Möglichkeiten, Güter von A nach B zu transportieren. Allerdings warnen wir davor, dieses Netz jetzt weiter ausbauen zu wollen. Denn dann würde es passieren, dass die Umweltverträglichkeit durch diese Ausbaumaßnahmen in Mitleidenschaft gezogen wird. Hierzu kommt, dass die Stärken des Verkehrsmittels Binnenschifffahrt eher beim Schüttgut liegen und dass hier kaum größere Kapazitäten volkswirtschaftlich notwendig sind. Im Gegensatz zur Schiene und auch zur Straße hat die Binnenschifffahrt zusätzlich das Handicap des Hochwassers oder eines möglichen Hochwassers sowie des Niedrigwassers, je nach Witterung. Richtig ist im Antrag der SPD, dass der Verkehrsbereich Schiene im Güterverkehr ausgebaut werden muss. Ich darf allerdings auch erwähnen, dass gerade unter sozialdemokratischen Verkehrsministern, aber auch davor, der Güterverkehr auf der Schiene sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Will man einen attraktiven Personennahverkehr und Fernverkehr und einen deutlich höheren Anteil des Transportaufkommens der Güter auf der Schiene abwickeln, dann braucht man dafür auch die nötige Infrastruktur. Diese ist so in Deutschland nicht mehr vorhanden. Wenn wir das wollen, was hier die SPD vorschlägt, dann müssen in den nächsten Jahren vergleichbare Investitionen getätigt werden, wie wir sie in den letzten 20 Jahren für das ICE-Netz locker gemacht haben. Auch als Parlamentsneuling ist mir sicherlich aufgefallen, dass die Mittel hierfür eher bescheiden sind. Umverteilen wäre also nach unserer Sicht angebracht. Also lassen Sie bitte die Finger von Projekten wie Stuttgart 21, dann haben Sie 5 Milliarden mehr für sinnvolle Projekte und auch für den Güterfernverkehr auf der Schiene. Ein Punkt fehlt leider im Antrag der SPD, das ist die Verkehrsvermeidung. Müssen wir unbedingt Senf oder Joghurt 600 Kilometer auf deutschen Autobahnen hin und her fahren? Ist es volkswirtschaftlich wirklich schlau, dass große Industrieunternehmen keine eigenen Lager mehr haben, dass sie ihre Lieferungen in LKWs auf Autobahnen zwischenlagern lassen? Ist es wirklich sinnvoll, dass jeder dritte LKW leer unterwegs ist, dass die Hälfte der Ladekapazität praktisch aus Luft besteht? Verkehrspolitisch muss der Schwerpunkt unserer Anstrengungen darauf gerichtet sein, den LKW-Fernverkehr auf ein sinnvolles Maß zu begrenzen. Wenn man die Beanspruchung der Infrastruktur betrachtet, belastet ein LKW mit 40 Tonnen, geplant sind ja sogar auch LKWs mit bis zu 60 Tonnen, aber ein 40-Tonner belastet eine Straße genauso wie 60.000 Pkw. Von Lärm und Abgasen, von den Umweltgefahren und dessen Folgen war noch gar nicht weiter die Rede. Die Linke setzt sich dafür ein, dass der notwendige Güterfernverkehr zukünftig mehrheitlich über die Schiene abgewickelt wird. Wir sind daher sehr skeptisch, dass die hierfür notwendigen Investitionen beim Bau und beim Erhalt der Infrastruktur über private Partnerschaften abgewickelt werden können. Soll ein mittelständisches Bauunternehmen jetzt gleichzeitig den Auftrag abwickeln und ihn mitfinanzieren? Bekanntlich gibt es in unserer Fraktion ja Bedenken, was die Arbeit von Banken angeht, gerade im Hinblick auf die aktuelle Krise. Aber dass nun aber kleine und mittelständische Unternehmen diesen Job übernehmen sollen, halten wir für nicht gerade erstrebenswert. Verkehrsinfrastruktur, so ist unsere Meinung, ist ein öffentlicher Sektor.
Dieser sollte nach Auffassung der Linken auch öffentlich bleiben. Vielen Dank. Herr Lutze, das war auch Ihre erste Rede hier im Hohen Haus. Herzlichen Glückwunsch dazu und alles Gute für Ihre Arbeit als Abgeordnete. Applaus